Mit Erdgas oder Öl Häuser heizen, das soll im Kanton Zürich in Zukunft nicht mehr gehen, wenn es nach der Meinung von über 40 Wissenschaftlern geht. Sie stehen hinter einer Initiative, die gestern eingereicht wurde. Sie verlangt, dass in rund 20 Jahren keine neuen Heizungen mit fossilen Energieträgern eingebaut werden, dass der CO2-Ausstoß von Gebäuden schrittweise reduziert wird. Nur so könnte der Kanton seine Energieziele erreichen. Wissenschaftler mischen sich also ein in die Zürcher Energiediskussion und treffen auf weniger Widerstand als denkt. In 80% der Zürcher Haushalte wird mit fossilen Energieträgern geheizt, wie hier mit Heizöl. Dabei wird viel CO2 ausgestoßen. Ein Drittel vom gesamten CO2-Verbrauch kommt von Gebäuden. Das ist zu viel, sagt der Architekt Niklaus Haller, der die Initiative eingereicht hat. Das Haus der ETH im Hintergrund hat er vor kurzem umgebaut. Seither stößt es kein CO2 mehr aus. Das sei bei praktisch allen Gebäuden möglich. Das Wissen und die Technologie gäbe es, aber es werde noch zu wenig umgesetzt. Unsere Initiative, im Gegensatz zu dem, was zurzeit Gesetz oder Verordnung ist, sieht ein Endziel vor. Und das Endziel ist null. Das ist heute nicht so. Es gibt immer Absenkungen, es gibt Verschärfungen der Baugesetze, es gibt Verschärfungen der Energiegesetze. Aber die sehen wir nur einen nächsten Schritt vor und nicht eigentlich auf null. Weil man nicht von heute auf morgen können auf null reduzieren können, führt die Initiative einen Grenzwert für den CO2-Ausstoß ein und reduziert dann den Grenzwert alle 4 Jahre, bis er bei null ankommt. Ein ausgeklügeltes System, das auch Rücksicht wird nehmen auf Heizungen in bestehenden Gebäuden. Es gibt eigentlich keinen Sanierungszwang. Es gibt eine Absenkung der Grenzwerte und jedes Mal, wenn ich eine neue gebäudetechnische Anlage installieren muss oder wenn ich das Haus sowieso umbauen muss, muss ich mich an diesen neuen Grenzwert orientieren. Aber wenn ich eine Installation gemacht habe, dann läuft die nachher, bis sie quasi wieder ersetzt werden müsste, weil sie alt ist oder weil sie kaputt ist. Im Keller von diesem Bürogebäude ist gerade eine neue Ölheizung eingebaut worden. Der Hauseigentümerverband ist gegenüber der Initiative sehr skeptisch eingestellt. Bei den Neubauten würde es funktionieren. Bei den Sanierungen von Altbauten hingegen müssen wir den Einzelfall anschauen und weiterhin auch Ölheizungen einbauen. Bei den Kosten stellt sich dann immer die Frage, ja, wer zahlt jetzt die Rechnung? Ist es der Hauseigentümer? Ganz sicher beim selbstbewohnten Wohneigentum. Hingegen dort, wo eine Liegenschaft vermietet, eine Wohnung vermietet ist, muss dann der Mieter Zeche zahlen. Also für alle zusammen werden die Wohnkosten steigen. Die Initianten sind überzeugt, dass sich Investitionen in CO2-neutrale Heizungen, wie z.B. Holzpellets oder Solarenergie, längerfristig lohnen. Beim Kanton findet man die Idee und den Zeithorizont der Initiative realistisch. Die Initiative zeigt sicher in die Richtung. Richtig zeigt, wo es hingehen sollte. Es ist aber immer schwierig, natürlich ein Technologieverbot auszusprechen. Wir arbeiten eigentlich lieber mit Anreiz, mit Zielvereinbarungen, mit Lenkungssystem, dass die Leute eigentlich selber auf die Idee kommen, was der richtige Weg ist. In den nächsten 6 Monaten wird die Initiative im Zürcher Kantonsparlament behandelt werden.